Welche Möglichkeiten es gibt, sich in der Trader Workstation das Optionsvolumen anzeigen zu lassen und wie sich dieses Volumen jeweils deuten lässt, das zeigen wir dir jetzt bei den Börsenstrategen Quicktipps. Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Wir hatten vor kurzem ein Video gemacht zum Optionsvolumen und zum Open Interest, falls du das nicht gesehen hast. Hier oben ist das nochmal verlinkt. Und dazu kam die berechtigte Frage, dass wir in diesem Video ja auf das Bid- und Ask-Volumen eingegangen sind und in vielen Darstellungen wird aber über das Volumen, also ein allgemeines Volumen gesprochen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind hier im Option Trader, haben hier als Beispielwert den SPY, den SPY, das ist der ETF auf den S&P 500 aufgerufen. Hier siehst du die verschiedenen Optionsketten und ich klappe jetzt einfach mal eine Laufzeit auf. Und wir sehen hier neben den letzten Preisen von Bid und Ask, auch dazu gab es schon mal ein Video, was ist eigentlich Bid und Ask, was ist Geld und Brief, dieses Video auch hier oben verlinkt. Und das ist genau die Anzeige hier, die Bid Size und die Ask Size. Das heißt, wir sehen hier, was in dem Moment auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite an Interesse da ist. Ja? Also wie viel Volumen an Interesse gibt es denn zu diesem jeweiligen Preis zu handeln? Das ist so ein ganz guter Hinweis darauf schon, wie groß das Interesse ist, wie groß das Volumen ist. Hier sehen wir das Open Interest. Und die Frage, die jetzt kam, ja, da gibt es doch noch ein Volumen, das wirklich pro Strike angezeigt wird. Und dazu gehen wir jetzt hier rechts oben auf diesen winzigen kleinen Schraubenschlüssel, wo Configure steht. Und hier bietet er mir jetzt nur die drei Möglichkeiten an, die Order, die Trade Columns und die Combo Fields zu ändern. Das spielt jetzt aber keine Rolle, denn in den Einstellungen können wir genau dahin hüpfen, wo wir hinhüpfen möchten. Und wir sehen hier schon, ja, wir sind hier links im Option Trader. Wir wollen aber in die Optionsketten, in die Option Chains. Und das, was ich hier jetzt angezeigt bekomme, das sind genau die Spalten, die wir hier sehen. Und das kann ich mir einstellen. Und jetzt wollen wir Folgendes suchen. Wir geben ein Volumen beziehungsweise Volume natürlich auf Englisch. Und wir sehen hier schon, welche Möglichkeiten wir haben. Und wenn ich mit dem Mauszeiger hier so drüber gehe und nichts mache, dann kommt schon dieses kleine Feld mit der Erklärung. Das hier ist also das Volumen für den Tag. Dann hätte ich hier noch das Volumen in Dollar. Könnte mir aber auch anzeigen, das durchschnittliche Volumen in den letzten 90 Tagen. Ja, also all das ist möglich. Die gängige Darstellung, was häufig gewählt wird und was der Fragesteller auch meinte, das ist das Volume per Day. Also das an dem Tag insgesamt gehandelte Volumen. Und das lasse ich mir jetzt mal zusätzlich anzeigen. Apply und OK. Und wir sehen, hier taucht eine neue Spalte auf. Und da zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video aufgenommen wird, der Markt geschlossen ist, wird hier dargestellt das Volumen des vorherigen Handelstages. Und wir sehen auch hier schon, ja, also dieser Wert ist definitiv liquide, hier 14,5k, das heißt 14.500. Also hier wurde definitiv viel gehandelt. Während des Handelstages baut sich das Volumen natürlich immer wieder neu auf. Das heißt, wenn ihr kurz nach Markteröffnung euch diese Volumenspalte anzeigen lasst, dann ist das natürlich erstmal relativ wenig, baut sich dann aber im Laufe des Tages auf. Grundsätzlich ist genau dieses Volumen und das Open Interest als auch das Bid- und Ask-Volumen definitiv dazu geeignet, einzuschätzen, wie liquide der Optionsmarkt ist. Das bleibt ganz euch überlassen, wie da eure Präferenzen sind. Wichtig ist, in der Trader Workstation und im Option Trader, da haben wir wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Ganze so zu individualisieren, dass es zu uns passt. Wenn dich mehr Tipps zu der Trader Workstation interessieren, dann schau doch hier links mal auf der Seite rein in unsere Playlist. Denn wie immer gilt, dranbleiben, schau dich schlau. Bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.